Aloha und moin moin. Ich bin's Younes, heute mal kurz und smart Mini-Kino fürs Tablet selber bauen. Für so ein cooles Mini-Kino braucht ihr folgende Dinge. Euer Tablet, zwei Gummibänder, vier Schrauben, ein Blatt Papier, eine Schere, ein Cuttermesser und einen großen Karton. Ich habe hier schon mal eine Schablone zurechtgeschnitten, die auf jeden Fall über das Display meines Tablets passt. Und ein kleiner Tipp an dieser Stelle, macht's ruhig ein paar Millimeter größer, damit ihr später auch das ganze Bild seht. Aber nicht zu groß, weil sonst euer Tablet in den Karton plumpst. Legt die Schablone hier auf den Karton und zeichnet einmal ringsherum. Und jetzt mit dem Cuttermesser ausschneiden. Als nächstes brauchen wir eine Aussparung für den Oberkörper und den Schulterbereich. Ich habe da schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Je nach Oberkörpergröße und natürlich auch Kartongröße müsst ihr das individuell mal zuschneiden. Ganz wichtig, müsst ihr unbedingt beachten, dass die Aussparung natürlich so gesetzt ist, dass hier die Aussparung für das Tablet später auch im Querformat zu sehen ist. Kuckuck, kuckuck. Für das richtige Cinema-Feeling braucht ihr natürlich einen perfekten Sound. Ja, und dafür eignen sich am besten Kopfhörer. Dazu müsst ihr einfach an geeigneter Stelle im Karton ein Loch stechen und die Kopfhörer durchführen. Um das Tablet auf dem Karton zu fixieren, schraubt ihr einfach die vier kleinen Schrauben um das Loch herum. Dann legt ihr das Tablet auf. So, und fixiert das Ganze mit Gummibändern, damit das Tablet natürlich später auch nicht verrutscht. Ja, wenn das Ganze trotzdem noch so ein bisschen zu wackelig ist, gar kein Problem, nehmt ihr einfach ein paar mehr Gummibänder. So, Kopfhörer noch rein und fertig ist das Mini-Kino. So ihr Lieben, ein bisschen stolz auf mich bin ich ja schon, also viel, viel Spaß, viel Erfolg beim Nachbasteln. Ich genieße jetzt mein ganz persönliches Mini-Kino. In diesem Sinne, bis ganz bald, tschüss, euer Younes.